Willkommen zurück bei Mist. Schön, dass ihr wieder... Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hab voll erschrocken vor Rachel. Ne, wir werden jetzt erstmal zur Mine fahren. Wie ihr gesehen habt, letzte Folge brauchen wir ein bisschen dezent Materialien. Wir haben zwar aktuell keinen Hunger, ich will mir bloß ein bisschen was mitnehmen. Oder? Oh, geht, ne? Geht. Wenn wir jetzt trotzdem hinfahren, definitiv. So, wo die Wordy? Wir nehmen die Spitzhocke, die hat ja noch ein bisschen was. Die nehmen wir hier mal in die Hand. Sehr schön. Vorne jetzt direkt hin. Und farmen ein bisschen Materialien. Ach ja, da war ja was. Moment. Wieso gibt es hier keine elektrischen Türen? Das wäre immer sehr, sehr schön. So, Tür können wir auflassen. Wir fahren einmal hier rum. Wir fahren wieder den Schleichweg außen rum. Dann müssen wir nicht durch die Straßensphäre, sondern nur dran vorbei. Ja, 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 so, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Na gut, die vier Zombies sind jetzt nicht so das Problem da. Ich möchte schlicht und einfach nur... Ein bisschen Eisen brauchen wir auf jeden Fall zum Reparieren. Ja, ihr habt es ja auch geschrieben, dass die Materialien sich erhöhen. Habe ich gesehen, aber es ist immer noch billiger, als den Hammer neu zu bauen. Zumindest beim Hammer lohnt sich das. Aber ich will halt auch die anderen Kram, wie Sulfur, Solpeder, ein bisschen Kupfer brauche ich noch. Oh jo. Damit wir halt auch mal mit der Muni-Herstellung demnächst beginnen können. Das wäre schon ein Träumchen. Wir werden jetzt nicht ganz nach unten rennen, weil noch haben wir den guten Scott nicht. Es bringt also nichts. Wir können da noch keinen Fahrstuhl reparieren. Das ist auch Schwachsinn, nach unten zu gehen. Aber wir können ja, sobald wir die Mine verlassen, tauchen die Ätze ja wieder auf, also... Können wir da schon ein paar Mal abfarmen, so ist es nicht. So, hier vorne müsste gleich die gute Straßensperre kommen. Die lädt ja immer ein bisschen später. Ah, diesmal nicht. Sind die Jungs da? Ja. Aber ich muss trotzdem dran vorbei. Sehr schön, sehr schön. Diesmal ohne einen Schuss abzukriegen. Das war beim letzten Mal wahrscheinlich, weil der eine gerade zufällig rauskam. So, hier wurde nicht, dort wurde die nächste. Also einigermaßen kommt das ja so langsam, dass man sich auf der Map mal auskennt. So, hier rein müsste es gewesen sein. Genau. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder hier auf überlang, wieder komplett falsch fahre. Aber ich glaube, das war die hier. Weil 27 Liter Sprit drin. Die. Ich dachte, da passen nur die 16 rein, die wir am Anfang drin hatten. Da kommen wir noch ein Weilchen mit aus, würde ich sagen. So, und hier soll das Banditencamp irgendwo in die Nähe, wo die Höhle ist. So viel habe ich. Banditencamp nicht, sondern das Überlebenscamp, wenn ich das so richtig gelesen habe. Oh, das werden wir schon feststellen. Bau keinen Unfall hier, du. Susanne. Bin ich hier jetzt falsch gefahren, oder was? Den Eindruck habe ich gerade. Ich bin halt ganz normal auf dem Weg geblieben. Warte mal kurz. Mach mal raus hier. Irgendwie bin ich hier schon wieder falsch... Oh, man. Irgendwie bin ich hier schon wieder falsch abgebogen. Kannst du doch keinem erzählen, Mensch. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist sorgenhaft. Ich muss hier mal irgendwie, ohne runterzufallen, umdrehen. So. Wo bin ich denn hier schon wieder falsch gefahren? Hier vorne, ne? Hier geht's weiter, ne? Oder? Irgendwie? Ja. Also, gut, bin ich falsch abgebogen. Nee. Ich baue mir da irgendwann mal Straßenschilder auf oder so. Das kannst du kaum erzählen. So, wie sieht's auch nicht aus mit unserer Gesundheit? Sehr, sehr gut. Wir nehmen die Schrotze in die Hand. Für die guten Zombies. Speichern aber einmal. Das sollte man immer tun. Ich hoffe mal, dass das diesmal mal ein bisschen besser vonstatten geht hier.
Da ist auch wieder die schöne Zombie-Muggi. Hallo, die ist schon da, der Expede. Was ist mit dir denn los? So, die anderen müssen... Yep. Wollen den Schuss überhören, die guten nicht? Da, wo ist der Fide? Der Fide schläft noch. So, den nimm raus. Ein bisschen Zucker. Alles, glaube ich, für die alle Huldestille. Zock, zack. Sehr schön. Oh Gott, den vierten holen wir uns aber auch noch. Sehr schön. Das donnert doch. Der hängt doch fest, der Goodie. Na, guck mal. Noch mal ein bisschen Salz. Sehr schön. So, jetzt dürft ihr kurz Zombie mehr sein. Eigentlich. Nee, nee. Gut, wir gehen gleich wieder rein. Ich will mal kurz den Chrom hier wegbringen. Das verstopft mein Inventor. Zombie spawnen hier gleich wieder, nur wenn ich mal kurz rausgehe. So schnell geht das nur auch nicht. Das hier spawnt anscheinend aber auch wieder, oder? Sulfur? Nice. So, den, warte mal, den unwichtigen Zombie-Chrom. Das stopfen wir mal hier rein. Zack, 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 zack. Was ist, das nehmen wir mit, obwohl das Pulver, ne? So. So, Speichern bringt hier sowieso nichts, denn wenn die Zombies eh wieder dormen, wenn wir neu laden. Speedshocker haben wir eins, Diggin. Die oxidieren hier immer noch rum. Dann holen wir uns nämlich jetzt hier die schönen EC. Genau. Jo, und alle wieder da. Sehr schön. Flasche nehmen wir mit. Warum auch immer. Aber Flaschen kann man nie genug haben. Ein bisschen Eisen. Dort ist immer gut. Er auch noch mal. Sehr schön. Ach, mittlerweile habe ich die Mine sogar ganz gerne. So, noch mehr Eisen. Wunderbar. So, und falls auf dem Rückweg, glaube ich, die Zombies wieder da sein sollten, dann sehen wir ja, wir haben ja Pfeil und Bogen, ne? Spart noch ein bisschen Muni. Sind ja auch voll besetzt, die Pfeile. Zinn, ja, da geht ja auch so einiges rauf, wie wir festgestellt haben, genau wie Kupfer. Na, willst du jetzt wo mal? Danke. So, wir werden zwischendurch ausleeren gehen, sonst sind wir voll. So, noch mehr Eisen. Das nimmt man doch immer gerne. Jo. Lag da noch was? Upp. So, das ist Sulfur hier, ne? Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, 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 gut. Und hier war auch noch was, ne? Jo. Hatte ich das gerade mit Infected verwechselt. Boah, Infected drückt man ja C, hier drückt man Steuerung, also überall man das. Sehr schön. Copper. Copper brauchen wir auch. So, da werden wir gleich gucken. Wir sind jetzt eh so ziemlich voll gleich. Das bringen wir doch erstmal raus. Schön wär's. Zombies dürften ordentlich noch nicht da sein. So schnell spawnen die guten Jungs noch auch nicht wieder. Ja, aber sobald ich in den Besäckerraum gehe, sind sie, glaube ich, wieder da. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Jungs liegen hier immer noch rum, zumindest einer. Sehr schön. Nur einmal kurz ausleeren. Wir gehen wieder rein. Wir sind hier noch nicht fertig. Da kommt noch mehr Erz mit. So, rin. Rin, rin, rin. So, warte mal. Den nehmen wir da auch mal kurz den Sulfur wieder raus. Zock. Ich hätte gedacht, das wäre schon das Pulver gewesen. Oh, das war ja erst das Erz. So, immerhin noch mal ein bisschen Eisen, ne? Immerhin, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Viel, viel mehr. Wir knallen das Auto jetzt voll mit Erzen. Ich sollte ein bisschen auf meine Stamina aufpassen.
Mal abgesehen davon, wir brauchen sie hier zum Abhauen. Ja. Ich glaube, hier vorne sind sie noch nicht wieder da. So schnell geht das noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal in den Besägerraum. Da sind ja auch jede Menge Erze. Und dann kommen, glaube ich, auch die Zombies hier wieder. Aber sie spawnen auch. Hier spawnen auch, glaube ich, die Erze wieder. So in etwa habe ich, glaube ich, das System hier verstanden. Ach guck, hier vorne ist schon wieder da. Es kommt immer darauf an, wie weit man weggeht, ne? So, dann nehmen wir die Spielzeug in die Hand. Stehen wir wieder auf. Ich nehme auf jeden Fall wieder mit. Nochmal ein bisschen Alren. Genau. Dankeschön. Und dann gehen wir jetzt mal den guten alten Freund, den Bersi, besuchen, wenn er wieder da wäre. Ich hoffe es. Ihr habt zwar alle geschrieben, er kommt nicht wieder. Ich selber habe ihn auch noch nicht wieder gesehen, aber ich traue dem Spiel nicht so ganz. Hier ist so viel Buggy. Ne, ich glaube, der wäre schon wieder da. Ja. Seine Zombie-Kollegen sind auch nicht da. Nö. Guck mal, hier können wir jede Menge farmen. Wenn wir dann die Mine nochmal verlassen, ist vorne auch wieder da. So lässt sich doch schon sehr gut hier weiter rausholen. Der Fahrstuhl ist aktuell gar nicht so wichtig. So, da ist noch was. Das sieht auch so ein bisschen aus, als wenn es hier mit der Wand verschmolzen ist. Hm? Gut, die Solpeder. So, da hinten brauche ich gar nicht gucken. Da ist eh nichts. Da müssen wir nicht schon weiter runter. So, Körper ist auch immer gut. Jo, sehr schön. So, wie viel eigentlich die Spielzocke noch? Gut, die gehen noch. Die ist noch top in Schuss. So, wir müssen gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen vorne die Zombies wieder da sein. Da bin ich mir sicher. Oh, das werden wir gleich sehen. So, den guten Bogen haben wir doch mit. Ich will den Bow gehen. Das müssen wir jetzt auch nicht mit dem Bogen regeln können. Hier liegt sogar noch ein Zombie, ein Pfeil vom letzten Mal. Guck mal. Na, doch, meine ich doch. Okay, warte. So wurde das nicht geplant? Au! Sag mal, warte doch, bis ihr dran seid, Mensch. Ich wollte mich ja nicht anschleichen. Aber gut, dann machen wir es so. Spart auf jeden Fall Money. Sehr schön. Hey, immer diese ungeduldigen Zombies hier, ne? Ah, gut. Der eine Schlacht, dort ist jetzt auch kein Wild in der Gang. Gib zumindest mal ein bisschen Salz. Sehr schön. Schleichen bringt nicht viel bei denen, ne? Sobald man in deren alten, verkrusteten Augen irgendwie reinspäht, bemerken die einen. So, hier oben ist so einer stehen. Ja. Kriegen wir den von hier wahrscheinlich nicht. Schon mal gar nicht, wenn ich so hoch schieße. Das war zu weit unten. Das ist sehr schön. Wunderbar, so soll es das sein. Zock, zock. So, ein Kollege muss da oben aber noch sein. Jo, den hört man ja auch. Ich glaube, der ist hier, wurde mal. Nicht, dass mir jetzt von hinten in den Rücken fehlt. Da ist er. Guck mal. Völlig unbeeindruckt, der Gute. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Die geben mir hier dein Loot. Ist heute ziemlich geizig mit Pfeilen geworden, Jungs. So, zwei habe ich zumindest einstecken. Die hauen wir mal kurz wieder in unseren Küche. Besser wird das. Acht Fäule verplempert. Jungs, ihr wart schon mal.
Ihr wart schon mal lukrativer. So, kannst du den Bogen wieder wegpoppen? Sehr schön, sehr schön. Oh, warte mal, das ganze Zombie-Gedöns erstmal hier drin. Das ist Zombie-Gedöns dort, was die immer Kartoffeln hier liegen, warum Salz mir noch gehen, aber Kartoffeln, naja, gut, ja. So. Ein bisschen haben wir ja schon. Wir gehen aber nochmal rin. Es sollen eigentlich auch die Erze wieder spawnen. Hier, die Flasche, komm mal rin. Nehmen wir auch Waffe in die Hand. Man weiß ja nie. Aber eigentlich sollte kein Zombie da sein. So schnell spawnen die Jungs auch nicht wieder. Aber, ach, Uhrzeitpass auch. Wunderbar. Nö, sie sind auch nicht da. Die spawnen wieder, sobald man den Besägerraum betritt. Aber die Ärzte hier sind tatsächlich nicht wiedergekommen. Aber den Besägerraum dürften wieder da sein. So, sehr, sehr schön. Ein bisschen. Dann müsste ich weiter runter, damit sie hier vorne wiederkommen. So, dann rein in die gute Budi. Jo, die hier sind wieder da. Sehr schön. Ah, es gibt mal wieder wie immer jede Menge Zinn. Aber andere Sachen wären auch nicht verkehrt. Hier ist auch noch Zinn, ne? Oder Salpeter. Ne, ich glaube, es ist Salpeter. Salpeter brauchen wir auch. So, da ist noch ein bisschen Kobber. So, jetzt haben wir da gleich die guten Zombies wieder. Aber das macht nichts. Da kümmern wir uns wieder mit unserem Freund den Bogen drum. Ich wünschte bloß, ich würde mal ein paar Fäule wieder kriegen. So. Nicht wieder da? Das wundert mich jetzt. Das wundert mich gerade in der Tat. Aber gut, gut, gut. Vielleicht muss eine gewisse Zeit vergehen, bevor sie wieder spawnen. Dass ich jetzt zu schnell war. Aber gut, soll mir recht sein? Wir haben jetzt aber auch ehrlich gesagt kaum was rausgeholt, ne? Kobber. Ja gut, Kobbe haben wir nicht so viel. So, Peter, Zinn haben wir mal wieder am meisten. Aber allgemein, das meiste ist Eisen. Gut, Eisen brauchen wir auch am meisten. Ich werde trotzdem nochmal reingehen. Wir werden noch einmal durchschicken. Ich habe das Gefühl, da sind immer die gleichen Ärzte da vorne. Die Zombies könnten jetzt natürlich wieder draus sein. So lukrativ ist die Mine nun doch nicht, wie gedacht. Jetzt sind sie da. Na, mein Freund. Gut, kein Kommentar. Kein Kommentar. Muss ja auch irgendwann mal schief gehen, ne? Aber immerhin Schießpulver war klar.
Immerhin gab's nochmal Solz. Oh Mann. Aber damit kann man auch echt kein Leben auffüllen, ne? Nee, ich glaube nicht, da steht halt nur, dass es Wunden heilt und so. Aber das Problem hätten wir auch nicht gehabt, wenn sie vorher gespawnt wären. Ich und Schuss werfen. Das wird nie funktionieren. Das wird echt nie funktionieren. Gut. Den nochmal stehen wir auf hier. Wir nehmen auf jeden Fall den Chrom hier nochmal mit. Also der hier ist immer ein anderer. So, da noch mehr hin. Naja, gut, solange wir jetzt nicht drauf gehen. Ich glaube, es sind hier echt immer die gleichen. Ihr sagt zwar, Eisen ist wertlos. Ich halte Eisen nicht für wertlos. Eisen braucht man eigentlich für so ziemlich jeden Scheiß. Mal gesehen davon. Oh, hier sind, nee, sind nicht immer die gleichen. Hier war von Salpeter, jetzt ist hier ein Kuba. Aber gut, Kuba ist auch nicht gerade wehlos. Das brauchen wir auch. Was auch nochmal Kuba. Ist er jetzt hier echt durch die Wand geglitscht? Ist das dein Ernst? Ich habe ihn aber gekriegt, indem ich selber durch die Wand glitsche. Okay. Boah, ist ja kein Erz. Die richtigen großen Erze sind halt unten. Ne, wir müssen Scott finden. Aber gut, wir können, haben zumindest, glaube ich, erstmal genug, um unseren Hammer zu reparieren. Bin mir nicht ganz sicher. Aber doch, wir müssten eigentlich die zwei Barren hinkriegen. Dort ist erstmal das Wichtigste. Oh, wir haben ja über 8 Steaks. Über 8. Eisen im Auto. Ein bisschen zur Muni-Herstellung haben wir auch. So, wie sieht's jetzt mit den Jungs aus? Sind sie jetzt da oder sind sie jetzt nicht da? Das ist hier die Frage. Dort spiele ich mich mal wieder ärgern. Das Spiel dachte sich auch. Der Sniper hat sie von hinten weg. Nee, nicht mit uns. Okay. Den eben nicht. Oder ich brauche zu lange. Zu schnell. Keine Ahnung. Man müsste echt einmal den Raum wechseln. Dann sind sie mit Sicherheit hier vorne wieder da. Wäre für schon nicht die bessere Methode. Aber gut, dort nichts mehr. Mir ist das momentan auch ein bisschen zu riskant. Ach komm her. Bevor wir jetzt was auf den Boden schmeißen. Hier rein. Wunderbar, wunderbar. Wir haben das, was wir wollten. Warum sollen wir jetzt ein unnötiges Risiko eingehen? Das tut doch gar nicht nötig. Sie schöne Form von nach Hause. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen zur ersten Muni-Herstellung. Da werden wir, glaube ich, mal gucken. Und dass wir die Eisenbahn kriegen, unseren Hammer zu reparieren. Ein bisschen Brass haben wir ja. Allgemein Brass ist aktuell wichtig. So, jetzt aufpassen, dass ich hier wieder falsch fahre. Da den Berg ist auf jeden Fall falsch. So, hier geht's lang. Ich habe auch das Gefühl, die Winterreifen sind abgefahren. Das Auto glitscht so komisch. So. Aber ich müsste auf dem richtigen Weg sein. Hoffe ich. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Da hinten ist die Baustelle, alles klar. Jojo, Baustelle will ich auf jeden Fall hin. Ich habe so viel von der Baustelle geredet, aber... Alter.
dieser Wolf auf der Straße. Und der steht da wie ein Eins, okay. Mensch, ich will mir doch nicht meinen nagelneuen Luxuswagen hier demolieren. So, die Jungs sind natürlich auch zu Hause. Dort wissen wir. Wir müssen hier trotzdem vorbei. Oder? Vorhin waren sie zumindest zu Hause. Jetzt sind sie anscheinend weg. Ich sehe sie nicht. Dann können wir noch gleich hier durchfahren, oder? Sehr schön. Muss man zwar immer ein bisschen Slalom fahren, aber die Jungs sind nicht da. Wunderbar. Und gleich mal durch hier. Sind sie mal wieder irgendwo auf Wanderschaft oder sollten sie normalerweise sein? Ich habe sie noch nie irgendwo rumlaufen sehen. Noch nie. Ich habe irgendwie das Gefühl, die gehen aus dem Lager raus, die spawnen dann und spawnen dann später irgendwo anders wieder. So, unser altes Zuhause hier. Aber wir wollen hier hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Tür ist auch noch auf. Ich meine, scheiß auf die verschossene Fäulis. Digis kriegen wir hier immer wieder. Jetzt werden wir erstmal Eisen einschmelzen. Das war Eisen, ne? Jo. Das ist erstmal das Wichtigste überhaupt. Mal kurz gucken, wie viel Eisen wir hier noch einstecken haben. Zwei. Ja gut. Bräuchte ich eigentlich nicht. Lass mich mal ran an die Schmiede. Und das gibt genau zwei Barren. Wir schmelzen alles ein. Das gibt den vier Barren. Naja, warte mal. Wir nehmen hier zwei runter. Jo. Konrad, das muss ich schon mal schmelzen. Die zwei lohnen sich jetzt aktuell nicht. Kriegen wir unseren Hammer auf jeden Fall repariert. So, und Brass, wenn wir gleich mal gucken. Hier, Ränder. Auf jeden Fall brauchen wir Zinn nochmal. So. Kupfer nochmal. Kupfer holen wir auch nochmal aus dem Auto. Oh, gut, Kupfer haben wir jetzt nicht so viel. Da ist noch ein bisschen Kupfer, ne? Salpeter, kümmern wir uns gleich drum. Hier ist nochmal Zinn. Sind wir gleich völlig überladen, ne? Ja. Haben wir gleich. Hab das schon wieder vergessen. War das zweimal Kupfer oder zweimal Zinn? Ich glaube zweimal Zinn. So, Zinn. Genau. Nochmal Zinn. Und einmal Kupfer, ne? So war das, ne? Ja. Genau, und da kommt ein Bohren raus. Alter, das ist schon heftig. Konnte er aber auch schmelzen, denn hier nochmal Zinn. Zinn. Und noch einmal Kupfer rein. So, den Rest müssen wir erstmal wegpocken. Entschuldigung. So, Rinder. Orbeer, Hammer können wir auf jeden Fall reparieren. Ich würde mich auch gleich mal um Schießpulver so kümmern. Müsste ich sowieso mal zusammenräumen. Ich glaube, da liegt überall nirgends was drin. So, ein bisschen Salpeter haben wir hier noch. Dort kommt mal alles mit hier. Was haben wir hier noch drinnen liegen? Diese Kartoffeln überall, ne? Okay. Da kümmern wir uns später drum. Da lassen wir jetzt erstmal drin liegen. So, ich glaube, das war an der Wegbank, ne? Oder wo stehen wir das Zeug hier? Ich glaube, das war Wegbank. Ne, hier. So, Salpeter, um Schießpulver zu machen, brauchen wir auf jeden Fall Sulfurpowder, Salpeterpowder und Charcoal. Können wir beides hier merken. So, ich meine, wir haben jetzt nicht so viel davon. Dann gucken wir mal, das in Fäule. Zinkhorn essen wir drin, Sulfur brauchen wir, Salpeter brauchen wir auch noch.
Wir haben was Suhwäuder. Hier so ein bisschen Sulfur. So, machen wir kurz schottendicht. Wir mal kurz was essen und trinken, sonst verhungern wir hier gleich. Das wäre denn natürlich nicht mehr so toll. Und mit dem Brass machen wir denn die ersten. Also ich will hauptsächlich Schrotmuni mehr. So, trinken müsstest du auch mal ein Slückchen. Wir werden doch öfters in die Mine müssen. Wir werden aber auch wirklich weiter runter müssen, um damit sich das mal lohnt. So, das war hier, ne? Aber wir brauchen erstmal das Ding da. Diesen, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist noch eine Wegbank. Sieht aus wie ein Stößel oder sowas. Gucken wir mal. Können wir den Fleuch hier irgendwo machen? Aber den Waffen bestimmt nicht. Hier auch nicht. Hier nicht. Wie mache ich denn die Stößel? Ich hätte es gedacht, der ist hier mit inzwischen. Ist er aber nicht. Kann ich den vielleicht so im Inventar machen? Bandage, das sind nochmal Standardfäule, Speer, nö, ne? Wie mach ich denn die Stöße? Wenn nicht ohne Wegbank. Eine Reparatur bin ich auch nicht. Da garantiert mit Sicherheit nicht. Ich bestimmt an der Schmiede, ne? Warte mal. Jo. Dafür brauchen wir Stone. Ort mal Stone. Ja, gut. Haben wir gleich. Haben wir noch Zeit, oder? Ja, ja. Da wir immer noch die Grafik auf Low haben, sollten wir ja eigentlich rucki-zucki mal ein paar Stönchen finden. Normalerweise liegt hier mal alles voll mit Stein. Nur wenn man sie mal braucht, nicht. Ja, ja, der gute Stein. So, ja, wenn man mal braucht, liegt er nicht da. Zwei, acht brauchten wir, ne? Du hast wie ein drei. Sehr schön. Vier. Da liegen aber auch noch welche. So, fünf. 6, 7, was ist das? Stierscheiße. Also ein Stoff, da lassen wir es mal liegen. Da ist ein Stein. 8, sehr schön. Komm, wir können ein paar mehr mitnehmen. Wir brauchen auch noch welche für die Moonshine Distille. Ist das der? Nix. Hier liegt auch nichts, wo der? Nee, nur mein Schild, sonst kann man auch gar nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Gut, wenn wir jetzt noch mehr nehmen, sind wir aber gleich überladen, ne? Aber gut, so weit haben wir es nach Hause nicht. Reicht jetzt auch erstmal. Voll und ganz. Dim, 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 damit wir uns einmal, was sind das? Stößel machen können. Ach, Blätter haben wir genug. Da haben wir mal liegen. Blätter haben wir mehr als genug. So, sehr schön. Den hauen wir jetzt erstmal, machen wir erstmal die Stöße, sonst wenn ich da jetzt alles in den Mundschein tisse, weil da haben wir wieder zu wenig. Genau, 20 Minuten, den machen wir. Wunderbar, ich denke mal, der verbraucht sich, aber Steine gibt es immer wieder neu. Die restlichen Steine hauen wir dann erstmal hier hin. Können wir gerade nicht, weil wir keine Hammer einstecken haben. Gut, holen wir uns noch kurz einen Hammer. Oh, Leben füllt sich langsam, langsam wieder auf. Also kein Problem. Wenn eh öfters in die Mine müssen. So. Den müssten wir ja rein theoretisch. Jetzt. Das Ding habe ich gleich in die Garage. Das war hier, ne? Genau. Erstmal das machen können. Ah
eigentlich müssen wir hier draußen sicher sein. Wir haben rundherum den Wall. Ich traue zwar der ganzen Sache mit dem Wagen da vorne nicht. Dann müssen wir nochmal ausprobieren irgendwo. Jo, jetzt haben wir das gute Sulfur-Powder. Dann machen wir noch ein bisschen Solfpeder-Powder. So. Haben wir doch. Ja, wieso zeigt der hier 0 an? Jetzt. Okay. Und die Charcoal haben wir sowieso. Gut, wir können dreimal Schießpulver herstellen. Aber wir haben sowieso noch irgendwo Schießpulver. Moment mal gucken. Erstmal. Hier haben wir kurz den neuen Sack rein. Genau. So, mit den wir los. Hier auf jeden Fall nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Wir nehmen jetzt mal alles an Schießpulver raus, was wir haben. Charcoal nehmen wir auch mal 16 Stück mit. Aber hier ist kein Schießpulver. Hier auch nicht. Da ist was. Siehst du mal, wir haben da ein bisschen was. Mehr ist hier nicht. Hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Schießpulver schon alles zusammengesucht habe. Hier ist aber auch noch Charcoal. Nein, da liegt noch eins. Da ist auch noch was. Siehst du mal. Hier ist noch was. Haben wir wieder alles kreuz und quer hier, ne? Da ist noch Schießpulver. Hier mal nicht. Der ist leer. Da ist noch Schießpulver. Was für ein Schießpulver haben? So viel gefunden? So, wir gucken die hier auch nochmal durch. Da nicht. Und hier. Da auch nicht. Do nicht. Da nicht. Gut. Denn auf jeden Fall. Das wo hier. Können wir auch noch zumindest 3 Stück davon herstellen. Das sind auch nochmal 12 Schießpulver. Sehr schön. Zeigt er schon wieder falsch an hier, oder? Ja. Gut, aber auf jeden Fall haben wir 33 Schießpulver. Jetzt muss ich mal was googeln. Da brauche ich natürlich eine Handy-Dinger hier, das ist klar. Braucht immer 2 Stück. Oh, das geht eigentlich, ne? Die Frage ist jetzt nur... Da muss ich jetzt mal ein bisschen googeln. Was brauche ich alles für die Patronenhülse? Da bist du hier stehen. Gut, wir brauchen die Dinger und wir brauchen Brass. Brass hätten wir hier treu. Jetzt müsste noch was in der Smide sein. Mal googeln. Oh. Gut. Wenn nur 5, aber... Das normale Eisen hier, das nehmen wir auch mal raus. Sehr schön. Gut, und was brauchten wir noch? Die andere, ne? Diese Low-Ingo-Teile, 5 Stück. Okay, Wordi. Ich glaube, von denen hatten wir nicht so viele, ne? Doch. Wir schmelzen die ein. Davon haben wir sowieso genug. Dass wir einfach mal unsere erste eigene Muni herstellen können. So, hau rin. Aber so braucht es 60 Minuten. So geht's schneller. So haben wir mit 2x30. Sehr schön. Jo, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Schießpulver haben wir. Den Rest davon packen wir nachher weg. Machen wir gleich hier die guten Cartridges. Soweit wir davon bräuchten, wir 5 Stück, die kriegen wir. Passt doch. Denn einmal kurz Leger Schnappofatzen, dann haben wir zumindest unsere erste Muni. Ich meine, das Gefühl wird da nicht mehr rauskommen. Ich glaube, der stellt immer die pro Kugel einzeln her, ne? Vermute ich mal ganz stark. Es mangelt momentan eher an Brass. Aber das kennen wir ja, das Problemchen. Ne? Das ist nur die Nummer, ne? 12er, jo. Da kommt wirklich immer nur eine raus, wenn ich mal vermute. Garantiert. Aber das Weh, den wir gleich sehen, der dürfte nicht so lange zum Schmelzen brauchen. Den gucken wir mal. Wo hauen wir den erstmal? Ja, Charcoal haben wir immer noch so viel. Den Rest rollen. Hier jetzt nicht unbedingt in den Omo-Schrank. Wieso ist hier noch Klebeband? Das gehört hier rein.
Joghurt-Schakul mit rein. Ah, das müsste eigentlich mal, warte mal. Hier, das kommt dann erstmal mit drin und dort mit drin. Dann ist es zumindest auf einen Haufen. Wir müssen auch gleich den Hammer noch reparieren, ne? Gut. Da muss ich gleich mal gucken. Eisen dafür hätten wir zumindest. Hier wollte ich gucken. Oh, der ist, glaube ich, fertig. Sehr schön. Gut, mit dem Hammer kümmern wir uns dort nichts mehr. Wir packen die erstmal hier rein. Ich brauche ja noch den anderen Kram für. Ich glaube, ich habe nicht genug Bretter. Auch nicht genug von dem anderen Kram. So, jetzt bist du fertig, ne? Jo. Ne, noch nicht ganz. 0 Minuten steht da zwar, jetzt ist er fertig. Sehr schön. Gut, den können wir gleich hier die Cartridges herstellen. Komm mal her. Ah, 8 Stück kriegen wir raus. Das ist schon nice. Das ist schon nice. 40 insgesamt. Ah gut, da braucht er übelst lange für. Dann haben wir mitten in der Nacht. Das machen wir anders. Hier, unsere Rachel. Hat sie mal was zu tun? Dann haben wir noch 3 Dinger über. Das ist doch ein Träumchen. Weiß zwar nicht mehr, für was ich die brauchte, aber ich glaube zum Reparieren, ne? Jo, das passt sogar. 4 Klebeband, 8 Bretter, 2 Eisen. Klebeband. Da nehme ich jetzt erstmal das angegammelte Zeugs. So. Und nochmal ein hiervon. So, was war das noch? Die Eisen holen wir gleich. 8 Bretter, genau. 2 Eisen. Ja. Weißt du was? 1, 2, 3, 4. Soll ich auch noch ein? Du sollst. Danke. Weißt du was? Dann machen wir mal die schnellste Silber. Ich brauche das Zeugs. Hier. Dekonrin. Ich sollte unbedingt noch was zu essen einstecken, bevor ich gleich schlafen gehe. Die Olme und die Olme, das soll der Räuchen. Trinken haben wir noch. Jo. Brauche ich nur noch die 2 Eisen? Sie ist doch ja noch beschäftigt. Zock und zock. Dankeschön, damit wir unseren Hammer reparieren können. Genauso wollen wir es. So, Licht aus. Wie schön sieht man hier drin, ja? Jo. 30 Minuten dauert das? Das kann man auch für NPCs? Nice. Was mache ich selber? Und da ist unser Hammer wieder ganz wunderbar. So, inzwischen ist es doch schon relativ dunkel geworden, würde ich sagen. Essen können wir am nächsten Tag, dann legen wir uns einmal kurz schlafen. Oh, 12 Stunden müssen wir schon schlafen. Na, weißt du was, wir schlafen 11. Bis wir gegessen haben, so ist es denn hell. Sollte räuchen. So, den Esmer, den ist er zumindest nicht ganz verhungert. Der braucht ja eh 10 Minuten zum Essen. Das ist schon fast 6. So, der noch mal ein Schlückchen trinken und dann passt das auch. So gut wie zumindest. Sehr schön. Das packen wir gleich noch weg. Wir müssen nur inzwischen mal... Wo ist die Tür? Hier. Ah, wird ja gleich hell. Die gute hier mal fertig sein, ne? Jo. So, und Schießpulver. Ich doodlepack das natürlich weg. Dabei brauche ich's doch. Wo ist es? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Ich vermute mal echt nur eine. Ich stelle mal eine einzige her. Hatten wir vorher nur 10? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Wie viel haben wir jetzt? 11?
Jo, ich stell's eins, ne? Alles klar. Gut. Ist auch jetzt nicht so viel, aber immerhin haben wir 16 Rund Muni dazu gemacht. Und das wird echt teuer an Schießpulver. Cartridges gehen eigentlich. Schießpulver, Chlor, wir brauchen mehr Sulfur. Salpeter ist auch nicht so das Problem. Wir brauchen mehr Sulfur. Aber erstmal geht es. Erstmal geht es. So, wo packen wir denn die guten Kord? Die poppen wir hier hin. Boah. Den poppen wir auch mal dazu. Nimm doch Ding aus der Hand, Mensch. Ich hätte gesagt, du sollst die Waffe in die Hand nehmen. Und die gehört hier mit drin. Wunderbar, wunderbar. Den haben wir das ja. Gut, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Muni. Ich habe keine Ahnung, wo das Gott ist. Aber ich werde mir jetzt demnächst mal 8 Batterien oder sowas, sagtet ihr, ins Auto pocken und noch einen Schraubendreher machen. Mit Vollzieh Scott Finne. Wir werden nämlich jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und zwar werden wir als nächstes die Westernstadt in Angriff nehmen. Oh ja. Aber vorher holen wir nur den Kram aus dem Auto. Aber für heute sind wir dann trotzdem erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bye, bye.